Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute sprechen wir über das Pattern Day Trader, ne? Also über diese Regel, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, dass man plötzlich als Daytrader qualifiziert werden kann, obwohl man noch nur Optionen handelt. Da gibt es irgendwie eine Kontosperrung und ganz gefährlich klingt das, was aber genau eigentlich hinter dieser Pattern Day Trading Regel steckt. Darüber sprechen wir heute mal hier im Video. Also die Pattern Day Trading Rule oder Regel, die wurde von der US-Börsenaufsicht gemeinsam mit der New York Stock Exchange vor einigen Jahren eingeführt. Und sie ist eigentlich, so wird es zumindest offiziell beschrieben, sie ist dafür da, um Kleinanleger vor dem zu häufigen Handel zu schützen. Ne? Hört, hört, eine Börse möchte, dass man nicht zu häufig handelt. Und dass man, wenn das doch jemand tut, um sie vor Restriktionen zu schützen. Ne? Das so sind halt die Amerikaner. Du darfst mit 18 ein Schnellfeuergewehr kaufen, du darfst aber kein Daytrading machen. So, und für was gilt das nun jetzt erstmal? Erster wichtiger Punkt, das gilt nur, wenn du ein Konto hast, was kleiner als 25.000 US-Dollar ist oder das entsprechende Äquivalent in Euro zum Beispiel oder Schweizer Franken oder was auch immer. Ne? Und es gilt auch nur für den Handel in den USA. Also das heißt, wenn du nie in Amerika handelst, wenn du nie an der NICE handelst, dann gilt das nicht. So. Was ist ein Daytrade oder wie wird ein Daytrade in dieser Regel beschrieben? Und zwar, es ist, wenn ein Trade innerhalb einer Handelssitzung eröffnet und auch gleichzeitig wieder geschlossen wird. Das Ganze betrifft Aktien, das Ganze betrifft Bonds, aber es betrifft zum Beispiel auch Aktienoptionen, ne, oder ETF-Optionen. So, und damit betrifft es eben auch uns Optionshändler. Das heißt also, Daytrade. Ich eröffne eine Position heute und schließe sie auch heute gleich wieder. Dabei ist es vollkommen egal, ob du, bleiben wir mal bei der Option, ob du jetzt beispielsweise die Option zuerst kaufst und dann wieder verkaufst oder sie zuerst verkaufst und dann wieder kaufst. Ne? Was das für eine Laufzeit ist, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn der gleiche Trade einmal eröffnet, einmal geschlossen wird, dann ist es eben ein Daytrade. So, und dieses Pattern Daytrader, so wird halt jemand bezeichnet oder so wird jemand klassifiziert, wenn er innerhalb von 5 Handelstagen 4 solcher Daytrades durchführt. Innerhalb von 5 Tagen 4 solcher Regeln. Und dann kommt jetzt dieses Pattern, also dieses Muster zum Tragen und dann kann es zu oder dann kommt es zu Restriktionen. So, nochmal kurze Wiederholung, gilt nur, wenn man weniger als 25.000 Dollar in Cash oder in Aktien auf dem Konto hat. Wer mehr hat, spielt das überhaupt keine Rolle. Was sind jetzt diese Restriktionen? Naja, als allererstes ist eine ziemlich harte Restriktion, nämlich nach den Regeln der New York Stock Exchange wird das Konto jetzt für 90 Tage eingefroren. Das heißt, es ist kein Handel mehr möglich. Das bedeutet, du darfst deine offenen Positionen noch schließen, du darfst aber keine neuen Positionen mehr öffnen, egal in welchem Underlying. Ne? Du darfst also überhaupt nichts mehr handeln. Du bist 90 Tage lang gesperrt. Eine ziemlich harte Regel. Und jetzt gibt es allerdings für Broker eine Sonderregel. Und zwar, jetzt ist es so, dass diese Broker, die dürfen dich im Vorfeld darauf hinweisen. Das heißt beispielsweise bei IB, das betrifft natürlich dann zum Beispiel jetzt hier auch Lynx Broker, das betrifft CapTrader, das betrifft Agora oder jeglichen Reseller von IB, ist es jetzt so, wenn du davor bist, die 4. Transaktion innerhalb von 5 Tagen zu machen, dann bekommst du schon einen Warnhinweis und gesagt, hey, Vorsicht, wenn du das jetzt machst, dann fällst du in diese Pattern Day Trading Regel und dann kann dein Konto gesperrt werden. Ne? So, dann ist es aber noch nicht gesperrt. Das heißt, man müsste dann einfach diese 5 Tage warten und dann wäre man wieder frei. So, was ist, wenn jetzt trotzdem das Konto gesperrt ist? Ne? Wie kommt man da jetzt wieder raus? Naja, gibt drei Möglichkeiten. So, drei Möglichkeiten. Nummer 1, du zahlst mehr Geld ein, damit du über 25 kommst. Sobald du über 25.000 Dollar bist, wird diese Regel sofort aufgehoben. Nummer 2, du wartest 90 Tage. Du musst tatsächlich 90 Tage warten, bis du wieder normal handeln kannst. Wie gesagt, du darfst alle Trades, die du offen hast, schließen. Aber du kannst zum Beispiel auch, und das ist ganz wichtig, du darfst nicht rollen. Ne? Also du hast eine Position, die ist im Minus und jetzt sagst du, hey, kein Problem, mache ich zu und roll die. Mm-mm. Du darfst sie noch zumachen, darfst da keine neue mehr aufmachen. Ärgerlich. So. Und das Dritte ist, und das
das genehmigen, also hat die Börse den, oder das hat man mit den Brokern vereinbart, du darfst einmalig innerhalb von 180 Tagen diese Sperre bei IB aufheben lassen. Ne? Du kannst das über die Kontoverwaltung machen, gibt es einen speziellen Punkt dann, und dann kannst du diese Sperre einmalig aufheben lassen. Kostet, glaube ich, auch nichts. Ne? Aber wenn es dann nochmal passiert, dann ist es richtig böse. Ja? Also dann gibt es wirklich radikale Sperre und dann musst du eben wirklich diese 90 Tage warten. So, wie kann man das jetzt umgehen? Weil wir wollen ja immer gar nicht in solche Situationen erst hineinkommen. Und das betrifft, wie gesagt, kleine Konten, und die müssen natürlich aufpassen, dass sie eben nicht so viele Positionen gleichzeitig haben. Oftmals ist es ja möglich, dass man auch sagt, okay, dann mache ich halt Spreads und dann kann ich zum Beispiel 5, 6, 7, 8 Positionen machen. Alles gut und schön, aber wenn es eben jetzt dazu kommt, dass du sehr, sehr viel handeln musst, weil du zum Beispiel rollen musst, weil man der Markt gegen dich läuft und so, dann hast du sofort dieses Pattern-Day-Trading-Problem. Und wie gesagt, 25.000, das musst du ja auch erstmal haben. Ne? Deswegen mein Tipp Nummer 1 an euch: Habt nicht zu viele Positionen und schon gar nicht in hochkorrelierenden Märkten. Machen wir es mal mit Aktien. Ne? Du hast jetzt Aktienoptionen und jetzt sagst du, okay, ich habe 5 verschiedene Puts geschrieben und die auch alle noch auf Technologieaktien. Nicht so gut, ne? Weil, warum? Wenn es gut läuft nach oben, alles okay. Wenn es jetzt auch mal gegen dich läuft, dann hast du natürlich das Problem, dann musst du wahrscheinlich alle dann zumachen und dann bist du ganz schnell in dieser Pattern-Day-Trading-Regel halt drin. Ne? Zweites, was man eben machen kann, was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man sich mal überlegt, was fällt alles darunter? Aktien, Aktienoptionen, Bonds und so weiter. Was zum Beispiel nicht darunter fällt, sind CFDs. CFDs fallen nicht darunter. Was nützt mir das? Naja, es könnte dir schon was nützen. Stell dir mal zum Beispiel vor, du hast einen Put geschrieben und du siehst jetzt, okay, die Aktie fällt und jetzt willst du den aus irgendeinem Grund gar nicht zumachen, weil du sagst, ah, der ist ja noch so weit weg, ne? Und so, was könntest du zum Beispiel machen? Du könntest dich hedgen, Stichwort Delta Hedging. Ne? Können wir auch gerne mal, wenn ihr nicht genau wisst, was ist Delta Hedging, können wir hier gerne mal drüber sprechen. Jetzt könntest du dich zum Beispiel hedgen, indem du zum Beispiel in dem Underlying und jetzt eben nicht in der Aktie, sondern zum Beispiel in einem CFD Short gehst. Die kannst du ja auch ab einem Stück handeln. Übrigens bei IB und den angeschlossenen Brokern sind CFDs, gerade auf amerikanische Aktien, super hochliquide, enge Spreads, hat also überhaupt nichts mit dem zu tun, was du bei irgendwelchen CFD-Buden bekommst. Also das mache ich auch manchmal. Und dann kannst du dich wirklich mit CFDs hedgen. Also du gehst zum Beispiel short in dem CFD und kannst es dann ausgleichen. Ne? Also das ist zum Beispiel auch eine gute Gelegenheit, um diese Regel zu umgehen. Naja, und der dritte Punkt ist ganz einfach der, vermeide es eben gerade, wenn du ein kleines Konto hast, noch zusätzlich mit irgendwelchen Aktien hin und her zu zocken und so. Ne? Also vermeide das. Und wenn du es schon unbedingt machen willst, dann nutze halt CFDs. Also gerade wer auf Stundenbasis irgendwie unterwegs ist und da irgendwelches Trading macht oder so, der sollte lieber CFDs handeln als Aktien, nur um dieser Regel zu entgehen. Wie gesagt, wenn du dann ein bisschen größeres Konto hast, spielt es keine Rolle mehr. Also solange du halt unter diesen 25.000 Dollar bist, ist es eben doch relevant, dass du dich einfach mal drum kümmerst. Nicht, dass plötzlich das Ding hier auftaucht und du sagst, hey, was ist denn jetzt los? Ich habe noch nie was davon gehört. Und wieso kann ich keine neue Position aufmachen? Ne? Also ganz wichtig, dass man das einfach im Hinterkopf behält. Mir persönlich ist noch nie passiert. Glück gehabt immer, ne, weil ich noch kleinere Konten hatte. Aber ich weiß, dass es ab und an mal jemand trifft und die dann fragen. Ich sehe das in unserer Facebook-Gruppe und so. Und deswegen achte da einfach ein bisschen drauf. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich hoffe dann mit völlig ungesperrten Konten. Also ich hoffe, alle eure Konten sind auf, sodass wir alle gemeinsam hier gut handeln können. Also wir sehen uns wieder in diesem Kanal. Danke fürs Vorbeischauen. Danke für eure Kommentare, für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.